So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV Format. Gut, der Tag beginnt heute positiv, weil wie gestern auch kurz nur im Chat erwähnt, dass wahrscheinlich dann eben Asien heute positiv ist oder halt ein Reversal an den Tag legt. Das haben sie dann eben auch gemacht zum Wochenschluss. Ich habe jetzt da noch nicht die Charts angeschaut, ich habe nur den Nikkei Future hier im Auge und der steht eben hier 500 Punkte gegenüber vom Schlussstand im Plus. So, die Woche war sicherlich nicht einfach und auch wirklich sehr schwer auch zu handeln, außer wenn man geglaubt hat, dass eben die ganzen Unterstützungen eben halten werden. Denn wenn man jetzt hier, wo soll ich denn welche, ja, nehmen wir halt die Wochenkerze hier von diesem Chart, wer sich hier alles von dem ganzen Crash-Gequatsche sich einlullen hat lassen, ja, steht jetzt dann mit leeren Händen da. Klar, was ich mir im Prinzip vorwerfen kann, ist, dass ich hier die Abwärtsstrecke, sage ich jetzt mal hier auch im Stream, nicht getradet bzw. eben nachverfolgt habe, aber im Prinzip hier die ganzen Unterstützungen wurden ja die ganze Woche in jedem Video benannt, war ja dann auch schon teilweise langweilig, aber wenn man es eben jetzt hier sieht, das ist jetzt hier der Xetra DAX und nachher eben auch bei den anderen deutschen Setups, ja, exakter kann eigentlich der Markt dann gar nicht dorthin laufen, wo man theoretisch das untere Maximalkorrekturziel haben will. Klar, zwischendrin gab es einige, ja, unschönere Setups, wo halt wo ein Unterstützungsbereich von den Aktien auch erreicht worden ist, der hätte halten können, ja, aber ist alles eben nur Wahrscheinlichkeit, hätte, wenn und aber, ja, darf man jetzt sich nicht aufregen, ja, jetzt muss man eben sich wieder neue Chancen suchen, beziehungsweise die Chance war ja dann, dass es sich hier an dem EMA 200 im Wochenchart eben dann dreht, genauso hier bei diesen ganzen Setups, hier eine Axel Springer, klar, ist hier deutlich übergeschossen, aber es war ja auch hier immer aufgezeigt, wäre auch möglich gewesen, deswegen auch der Stopp ist sowieso auch hier relativ weit unten gewesen, unter der Unterstützungszone. Hätte auch direkt gehalten, aber auf Schlusskursbasis hält er jetzt erstmal sowieso Stand auf Wochenschlusskursbasis. Genauso hier eine Brenntag. Ja. Ja, ideal. Aber wir haben ja noch 10 Stunden Handel. Aber ja, so eine Umkehrkerze. Was will man denn mehr dann an so einer wichtigen Unterstützung? Hier die Tür. Ist jetzt nicht ganz so. Ja, bis trotzdem auch klassisch Fehlsignal hier runter ausgebrochen. Hier wurde eben nie der EMA komplett angelaufen, auch jetzt nicht. Hielt er sich, ja, darüber. Also alles, was sich hier oder auch in der Kontinental hat sich alles, was in der Vergangenheit, in der nahen Vergangenheit sich ergeben hat, hat sich auch jetzt in dieser Korrektur eben fortgesetzt. Ja, das kann, sage ich mal, die Charttechnik, wo genau dann, ob es dann wirklich so passiert, ja, ist dahingestellt. Es kann auch hätte auch die ganze Woche, ja, der komplette Abverkauf, da hätte ich halt falsch gelegen, aber die Wahrscheinlichkeit war eben sehr hoch, dass sich eben hier das aus der Vergangenheit sich erstmal wiederholt. Ob es jetzt dann wirklich komplett jetzt hier hoch geht, das steht auf einem anderen Stern, das will ich jetzt hier mich nicht unbedingt festlegen, aber das Umkehrsignal ist jetzt auf jeden Fall da, beziehungsweise, ja, man muss noch 10 Stunden abwarten, oder hier die Bayer, die wirklich frühzeitig im Stream hier auch vorgestellt worden ist, als gutes Setup, beziehungsweise, ja, liegt, hat jetzt den DAX deutlich outperformed und, ja, steht auch sehr gut da jetzt. Und zwischen Kursziel, ja, sind noch 4, hier nur noch 4 Dollar, also nicht mehr so viel. Bei den amerikanischen oder in Heidelberg hat jetzt hier auch eine Monsterkerze hingelegt. Bei den amerikanischen Werten war eben eine Apple diese Woche im Gespräch. Sieht gut aus. Ich meine, der Nasdaq steht 60, 70 Punkte der Future plus, sind etwa 1,6, 1,7% schon. Und ja, auch die Amazon, da das untere Kursziel und also das Kauflimit direkt erreicht und auch hier die Zone konnte er dann auch
auf Schlusskursbasis, sogar auf Tagesbasis dann hier verteidigen. Gestern noch. Gut, gestern eben, aber es war, wie gesagt, einfach war das alles nicht zu handeln. Auch jetzt dieses Setup nicht. Hier die Abwärtstrendlinie, was ich gestern ja besprochen habe, lag dann hier eben ja nicht mal mit dem Schlusskurs, beziehungsweise ja, da lag es halt darüber. Aber hier war es dann wirklich, hätte Nikkei sich komplett nochmal verabschiedet, dann wäre das hier jetzt nicht so aufgegangen. Hier lagen wir dann in dem Kurszielbereich, konnte eben dann der DAX gleich eröffnen. Und wie es aussieht, ja, zieht er jetzt halt noch ein Stück durch, wo jetzt hier die nächsten oberen Kursziele liegen. Habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, weil ich zuerst oder beziehungsweise die ganze Woche auf die Umkehr geachtet habe. Also, ja, genauer. Sagen wir mal so, der DAX darf jetzt einfach steigen. Ich habe da jetzt wirklich. Ja. Sieht man hier Gap-Unterkante, ja, bis 9,9 vielleicht nochmal. Aber gut. Muss man sehen. Die Nasdaq hat sich ja. Ist das jetzt hier? Ach, ich habe jetzt hier den Future. Hat sich hier eben mit dem gestrigen Monsterkerze, sag ich mal, das Setup hier verteidigt gerade noch. Und eben heute stehen wir ja schon wieder über den letzten Hochs jetzt vorbörslich oder an den Hochs von den beiden. Und hier dürfte ja mindestens eben nochmal 30 Punkte dann draufgesattelt werden bis 4230 oder 40 Punkten. Und was eben auch hier im Prinzip besonders schön war, jetzt sind wir hier im Wochenchart auch unterwegs, die Analyse hieß, dass dieses Widerstandsband auf Wochenbasis halten sollte. Der Tiefpunkt war hier der unten dann benannt worden, der ist erreicht worden, hat sich aber auch auf Wochensicht und ich glaube auf Tagessicht, glaube ich auch in dem Trendkanal gehalten, also einfach hier ein komplettes Fehlsignal. Beziehungsweise nicht Fehlsignal, sondern einfach Fehlausbruch, wo viele sich halt gedacht haben, boah, der Markt fällt weiter. Und da gab es eben das bullische Pullback. Und hier stehen wir ja auch über dieser Linie sogar. Und sollte sich jetzt hier wirklich der Index sogar noch bei, den Wochenschlusskurs über 1900 beziehungsweise auch 1890 ergeben, dann ist es hier ein ja, lehrbuchhafter Hammer. So, wieder nach circa 10 Minuten versagt meine Stimme. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ein paar haben die Setups ausgenutzt und eben auch und sind eben antizyklisch eingestiegen. Ja. Aber wie gesagt, die Woche war absolut schwierig mit den ganzen Gaps und sonstigen Abverkäufen zu handeln. Das war definitiv schwierig. So, danke und bis später oder bis zum Wochenende.